In diesem Video geht es um die statische Berechnung in Revit und zwar um die 3D-Berechnung. Wir sehen hier das architektonische Modell. Es ist immer noch das gleiche, was wir in den vorherigen Videos aufgebaut haben. Ich habe es allerdings jetzt ein wenig erweitert, habe es also hab das Erdgeschoss kopiert, dann habe ich hier noch so ein eingerücktes Geschoss erstellt. Wir sehen hier unten noch eine Bodenplatte und wir schalten mal um auf das Berechnungsmodell. Sieht jetzt also so aus. Beim Kopieren vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss achten Sie bitte darauf, die Anpassungen, die wir am analytischen System gemacht haben, die werden beim Kopieren häufig von Revit nicht mitgenommen. Die werden oft vergessen. Das heißt, man muss, wenn man kopiert hat, dann die Kopie, also das kopierte Geschoss, nochmal genau prüfen und eventuell wieder Anpassungen am analytischen System vornehmen. Das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Wir sehen hier unten, habe ich eine elastisch gewettete Platte angeordnet und die elastische Bettung. Das ist auch wieder eine Auflagebedingung, die wir auch schon uns in anderen Videos angeschaut haben. Ganz einfach hier mit einer Feder in Z-Richtung und X und Y in dem Moment starr gelagert. Was haben wir noch? Ich habe die Lasten nochmal neu aufgegeben. Und das ist übrigens auch ein Befehl, den Sie hier in der Sophistic-Leiste finden. Den gibt es im puren Revit nicht, nämlich den Lastenfilter. Hier kann man dann also durchblättern. Wir sehen hier also die ständigen Lasten hier unten auf der Bodenplatte, dann Level 1, Level 2, Level 3. Das ist eine ständige Last. Genauso haben wir hier eine Verkehrslast, Bodenplatte, Level 1, Level 2. Und dann habe ich noch Schneelast als dritte Einwirkung definiert, hier auf Level 2 und oben auf Level 3. Das sind also die Lasten. Dann ist das Ganze, wir sehen es hier oben, als Hauptsystem, als 3D-System definiert. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man das tut, kann man anschließend, das machen wir dann in einem weiteren Video, hieraus 2D-Subsysteme ableiten. Material hatten wir schon uns im vorherigen Video genauso wie das Querschnittsmapping angeschaut. Randgelenke hatten wir uns auch schon angeschaut. Ich habe die hier nochmal, damit man es besser erkennen kann, neu definiert. Hier oben in grün ein Gelenk und dort auf der anderen Seite auch in grün. Das ist also ein Gelenk, können wir dann gleich besser erkennen, wenn wir uns die Berechnung anschauen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe das ganze System gruppiert. Ich habe so Gruppennummern vergeben. Beispielsweise, wenn wir mal hier die Bodenplatte oder jede Stütze auswählen. Die Stützen im Erdgeschoss haben also die Nummer 1, die Stützen im ersten Obergeschoss dementsprechend 11 oder beispielsweise die Decke hier, Decke-Ege ist 10, dann ein Geschoss höher ist 20. Wände entsprechend haben wir immer die 3 am Ende, also 1, 3 ist Wände, Obergeschoss, erst Obergeschoss oder hier die Wände im Erdgeschoss einfach 3, also 3, 13 und hier oben müsste dann 23 sein. Diese Gruppennummern, die sind nicht unbedingt erforderlich, aber sie helfen später bei der Visualisierung, weil man kann Gruppennummern dann ein- und ausschalten. Oder wenn Sie mit Bauabläufen arbeiten, dann wird über die Gruppennummern die Bauabläufe werden darüber koordiniert und dann braucht man die Gruppennummern auf jeden Fall. Die Systemprüfung haben wir uns auch schon angeschaut, habe ich durchlaufen lassen, keine Fehler. Dann drücke ich jetzt mal auf Start und lasse das Ganze berechnen, also die Lastfälle berechnen. Es dauert einen kurzen Augenblick und dann sehen wir, habe ich einen zweiten Bildschirm hier, sehen wir dann hier wieder die Möglichkeit, das Ganze zu visualisieren. Und das sieht dann so aus. Also wir können als erstes sehr gut erkennen hier oben in Gelb. Das sind eben einfach mal beispielhaft die Gelenke, die dann hier auf der Sophistic-Seite auch zu sehen sind. Unten sehen wir die Lagerung. Das kann ich ein bisschen kleiner schalten.
Dann können wir hier die Verformung animieren. Das ist also Lastfall G. Haben wir hier Lastfall Q und hier oben sieht man dann den Schneelastfall. Hier erkennt man übrigens auch zur Kontrolle direkt die Summe der Vertikalkräfte für die einzelnen Lastfälle. Das ist also auch für die Plausibilität schon ganz wichtig. Dann sehen wir jetzt die Gruppen, die ich eben angelegt habe. Wenn ich mal alle ausschalte und sage jetzt beispielsweise nur Gruppe 0, na, dann sehen wir hier unten die Bodenplatte. Und dann kann ich das weiter aufbauen. Gruppe 1 sind die Stützen, Gruppe 2 sind die Unterzüge, dann geht es weiter. Gruppe 3 die Wände hier im Erdgeschoss, Gruppe 10 kommt die Decke drauf und so weiter. Also ihr seht schon, das ist sinnvoll, wenn man mit Gruppen arbeitet, schon alleine der Übersichtlichkeit wegen. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir hier die Unterzüge, die jetzt ja hier so rausschauen. Das ist bei Unterzügen, die jetzt nicht als Plattenbalken definiert sind, so, weil eben die Unterzüge also mit dem Schwerpunkt als zentrischer Stab in die Knotenebene der Platte eingehängt werden. Und das ist auf jeden Fall was, was wir hier als erstes mal ändern würden. Wir würden aus den Unterzügen sicherlich Plattenbalken machen. Ich schließe das. Wir sind wieder hier zurück in Revit und ich wähle mal hier oben die drei Unterzüge aus. Und hier sehen wir jetzt ein Fenster, Sophistik-Struktureigenschaften. Das lässt sich über Analysis and Design über die Ribbenbar einschalten. Da gibt es einen Knopf, der Benutzeroberfläche heißt und da gibt es dadurch jetzt eben weitere Eigenschaften, die wir dem System hinzufügen können, die im normalen Revit so nicht zur Verfügung stehen. Hier sehen wir also zum Beispiel die Gruppennummern. Man kann auch eine Bezeichnung eingeben für die Gruppen, habe ich schon getan. Hier ist der Elementtyp, soll also weiterhin ein Balken sein, Fachwerk oder Seil wären da weitere Möglichkeiten. Und dort gebe ich jetzt die mitwirkende Plattenbreite mal mit 1,20 Meter ein. Und wenn wir jetzt mal schauen in das Querschnittsmapping, ne, dann sehen wir hier auch, dass jetzt hier plötzlich eben genau zwei neue Typen auftauchen, nämlich jetzt als Plattenbalken gekennzeichnet. Vorher hatten wir ja Rechtecke, das sind noch die eine Etage tiefer. Vielleicht mache ich das dann hier auch noch schnell. Also der Unterzug und der, den wollen wir auch eine mitwirkende Breite mitgeben. Und wenn ich die gleiche nehme, dann sehen wir jetzt, werden eben alle Querschnitte auf Plattenbalken, also alle Unterzug, Rechteck, Querschnitte auf Plattenbalken gemappt. So, und jetzt lassen wir es nochmal rechnen. Und dann werden wir nochmal uns die Visualisierung anschauen. Hier kommt sofort. Ja, genau. Also jetzt sieht man eben nicht mehr, dass hier der Unterzug heraussteht. Das liegt eben daran, dass bei Plattenbalken der Animator das korrigiert, einfach damit es eine bessere Visualisierung gibt. Theoretisch steht natürlich die Oberkante weiterhin oben aus der Platte raus, eben weil der Plattenbalken mit seinem Schwerpunkt als zentrischer Stab in die Knotenebene eingehängt wird. Es ergeben jetzt sich jetzt natürlich doppelte Querschnittsflächen hier von dem Plattenbalken und der Decke. Diese doppelten Anteile werden aber vom Programm korrigiert. Also bei der Steifigkeitsermittlung wird der Plattenanteil, also das BH hoch 3/12 von der Steifigkeit des Plattenbalkens abgezogen. Man erhält also einen Ersatzstab, eine Ersatzstabsteifigkeit.
die auch nach unten begrenzt ist. Sie beträgt immer mindestens 20% des ursprünglichen der ursprünglichen Plattenbalkensteifigkeit. Genauso wird natürlich das Eigengewicht korrigiert. Also wir haben kein doppeltes Eigengewicht hier drin. Und dann bei der FEE-Berechnung, da wird also dann das Biegemoment für den Ersatzstab ermittelt, also für den Ersatzstab. Und dann addiert wird der Schnittkraftanteil aus der Platte. Das ist ja dann entsprechend ja, das Plattenmoment, also Kilonewtonmeter pro Meter, multipliziert mit der mitwirkenden Breite in Metern, sodass man dann wieder auf eine Stabschnittgröße, in dem Fall also Kilonewtonmeter, kommt. Und die komplette Plattenbalkenschnittgröße ergibt sich dann eben aus dem Moment vom Ersatzstab plus dem Moment aus der Platte. Und das ist natürlich sehr praktisch und wünschenswert, weil wir dann eben hier den Plattenbalken direkt mit Stabmomenten bemessen können. Es ist natürlich so, dass es Situationen geben kann, wo das Ganze dann unwirtschaftlich würde, zum Beispiel bei sehr geringen Unterzugshöhen. Dafür gibt es im Ausdruck aber eine Warnmeldung, wenn der Plattenanteil also im Vergleich zum Plattenbalken sehr groß wird. Aber im klassischen Hochbau ist diese Vorgehensweise genau das, was man haben möchte. Man möchte keine Normalkräfte haben und wie gesagt, die Schubnachweise in der Platte vereinfachen sich und der Plattenbalken kann direkt als Stab richtig bemessen werden. Es gibt natürlich noch weitere Berechnungsmöglichkeiten für Plattenbalken bei der Sophistik. Klar, sonst wären wir nicht die Sophistik. Das spielt aber dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ja, bei Stab- und Stegmodellierung von Schalenelementen im Brückenbau und so weiter, eine Rolle. Hier ist die von mir jetzt gerade erläuterte Vorgehensweise absolut zu favorisieren. Gut, dann gehen wir hier wieder raus und nochmal kurz in diese Ansicht und wir sehen jetzt hier, wir sind also die ganze Zeit weiterhin im Revit verblieben. Wir können jetzt hier uns auch nochmal die Ergebnisse anschauen. Wir waren im letzten Video schon mal und ich hatte das Netz eingeschaltet. Wir können also zum Beispiel uns jetzt mal für die Decken die Momente anzeigen lassen. MY beispielsweise. Ja. Kriegen wir hier eine. Haben wir also eine Darstellung mit einer Legende für die Momenten, für die Ergebnisse der Momenten oder anderes Beispiel, Ergebnisse für die Auflager. Wenn wir hier beispielsweise mal hingehen, sehen wir die resultierenden Auflagern. Wir können die als verteilt uns darstellen lassen. Oder was häufig ja auch sinnvoll ist, wir können das Ganze verschmieren, also eine durchschnittliche Darstellung der Auflagekräfte sehen. Oder beispielsweise eine resultierende, was man später sicherlich auch zum Beispiel für eine komplette Wandbemessung, vielleicht auch für eine Erdbebenbemessung, gut gebrauchen könnte. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video schauen wir uns dann ja, die Stützenbemessung hier von Sophistic im 3D-System an. Bis dahin, auf Wiedersehen.